gut, Mr. Eintracht hier. Übermorgen ist es soweit. Die Europa League beginnt wieder. Wir sind wieder mal international aktiv und treten beim ersten Spieltag gegen Fenerbahçe Istanbul an. Das ist ein Heimspiel für viele, viele Türken, kann man sagen, die in Frankfurt und Umgebung wohnen. Leider Gottes haben wir kein volles Haus. Ihr wisst ja, warum. Wäre viel schöner, glaube ich, gewesen, wenn man so ein Spiel mit vollem Haus gehabt hätte, weil man haargenau weiß, wie gute Stimmung Türken machen können mit die Besten von der Lautstärke her. Das wäre ein richtig geiles Spiel in Frankfurt, glaube ich, geworden. Und ich weiß auch, dass einige Fans von Fenerbahçe auch in gewisser Weise Frankfurt-Fans sind. Wenn sie hier in der Nähe wohnen, haben sie irgendwie so zwei Herzen. Natürlich Heimat, Fenerbahçe, der andere Vereine, aber auch hier in der Bundesliga, zum Beispiel Eintracht Frankfurt. So oder so wäre es richtig geil gewesen. Leider dementsprechend nur 25.000. Aber vielleicht trifft man mal irgendwann die Jahre wieder in der Gruppe aufeinander, in der K.O.-Phase. Oder hey, wieso sehen wir uns einfach nicht mehr im Finale wieder, ne? Europa League-Finale, wäre doch schön. Aber hören wir auf mit den Träumereien. Gehen wir mal jetzt zu den Fakten. Während die Eintracht diese Saison noch gar nicht gewonnen hat und teilweise auch sportlich null geglänzt hat und eher mehr angeschlagen in das Spiel geht, hat eigentlich Fenerbahçe gezeigt, was sie können. Fenerbahçe hat wirklich wenige Tore in den 6 Spielen kassiert. Genau genommen haben wir nur in 2 Spielen ein Gegentor kassiert. Das war bei der Rückrunde in der Europa League Qualifikation. Mit 5:2 haben sie dort gewonnen, also 2 Tore kassiert. Und am Wochenende haben sie zu Hause nur 1:1 gegen Sivasspor gespielt, dort das Tor kassiert. Ansonsten war das überragend. Erster Spieltag, Adana Demirspor, 1:0 Auswärtssieg. Dann zu Hause das Europa League Spiel gegen Helsinki mit 1:0 gewonnen. Dann zu Hause direkt zweiter Spieltag gegen Antalyaspor, 2:0. Helsinki Rückspiel, wie erwähnt, 5:2. Dritter Spieltag auswärts, 2:0 bei Altay SK. Und wie erwähnt, dann das 1:1 zu Hause. 3 Gegentore in 6 Spielen, ist in Ordnung. Und da hat die Eintracht, meine Eintracht, auf jeden Fall eine harte Nuss zu knacken. Und sie haben namhafte Spieler drinne. Und damit meine ich nicht nur Özil, sondern auch zum Beispiel Max Meyer. Ex-Schalker, war dann bei Crystal Palace, hat dann in Köln gespielt und kam jetzt zu den Türken. Und auch Dursun Serdar, auch bekannt aus der Bundesliga, hat in Fürth gespielt bei Darmstadt 98 und ist jetzt wieder zurück in der Türkei. Ganz vorher in Karagümrük gespielt. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Hasst mich nicht dafür. Hasst mich nicht dafür, wenn ich Namen falsch ausspreche. Aber jetzt, wie gesagt, erwähnt, zurück in Istanbul bei Fenerbahçe, hat ja die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Generell weiß man, dass die Fans einiges bewirken können und generell der Team Spirit bei den Türken da ist, aber sie sind auch sehr temperamentvoll. Und da muss man halt aufpassen. Oder es kann natürlich auch sein, dass das dann irgendwie eskaliert, dass jemand dann zu hart reingeht oder zu motiviert sind, dass sie dann vielleicht eine gelbe Karte oder sogar einen Platzverweis bekommen, weil sie sich auch vielleicht provozieren lassen oder ja, es sich irgendwie aufstaut wegen ein paar Entscheidungen oder ein paar kleinen Fouls. Das kann so kommen. So sind da die Türken. Das ist auch null negativ gemeint, aber das Temperament kommt manchmal den Türken nicht immer zugute. Wobei ich aber sage, bei Derbys finde ich es geil. Ich liebe Derbys in der Türkei. Ey, was da abgeht, das war ähnlich wie jetzt Lautern gegen Mannheim in der ersten Halbzeit. Holy shit, war das geil. Aber ja, kommen wir zu meiner Eintracht. Die sind gestartet mit einer 2:0-Niederlage
in Mannheim. Vor 2 Jahren haben wir schon in Mannheim in der ersten Runde gespielt, haben dort 5:3 gewonnen. Da hat uns Rebic in den letzten 10 Minuten war es mit 3 Toren den Arsch gerettet. Auch da lag man nach 10 Minuten 0:2 zurück. Und Wurst-Energy ist passiert und irgendwie mit 2 ja, glücklichen Dingern und man wusste nicht warum. Irgendwie 2 zur Halbzeit. Das war ein Spiel, holy shit. Und in Mannheim muss man jetzt sagen, in dieser Saison völlig verdient verloren. Mannheim war klar überlegen, darf so eigentlich nicht passieren. Aber ich habe mich für unsere Freunde aus Mannheim gefreut. Ist halt so, Fanfreundschaft wäre ein geiles Spiel gewesen mit Fans. Aber so ist es halt. Da folgte ein 5:2 in Dortmund, also Niederlage natürlich. Klar, in Dortmund darf es verlieren, hat 2 Tore geschossen, immerhin gut. Paar positive Aspekte gesehen, aber nicht alles perfekt. Gegen Augsburg war es eigentlich dann sehr, sehr gut. Fulminant gespielt, dominant gespielt. Einziges Manko, die Chancenauswertung mit 0:0. Gegen ja, Bielefeld. In Bielefeld machst du eigentlich ein gutes Spiel, gehst in Führung und bist auf einmal nervös, gibst es aus der Hand und schwimmst hinten ohne Ende. Spielst 1-1 und hättest sogar noch ja, 2-1 verlieren können. Aber auch hier Remis. Und dann, ja, jetzt am Wochenende das Ding. 79. Kostic macht das 1-0. 2 Minuten später bist du in Überzahl aufgrund einer Notbremse. Und dann macht Stuttgart das 1-1. In Unterzahl. Ich meine, klar, Unterzahl, Tor machen gegen Stuttgart in Waldschlag, dann kennen wir. Das hat damals Halle ja auch gemacht. 94. Minute. Zeitverzieher, also in der 4. Minute Nachspielzeit, der 3. Zeitverzieher. Und auch da waren wir zum Beispiel als Frankfurter in Unterzahl auf einmal fast besser als die Stuttgarter. Und so war es dann auch hier. Also ich verstehe das nicht. Ist immer wieder interessant, die Spiele zwischen Frankfurt und Stuttgart. Am besten war aber die Szene in der Nachspielzeit, wirklich die allerletzte Aktion. Unterkante Latte springt gegen den Rücken des Torwarts auf die Linie und durch den Trall bleibt der Ball auf der Linie stehen. Ich habe es ja schon in der letzten Folge erwähnt, aber sind wir ganz ehrlich, für die, die neu dazugekommen sind, ist das sicherlich interessant. So oder so wird es ein bockschweres Spiel. Ich sehe klare Vorteile aktuell bei den Türken, aber wir wissen ja, anderer Wettbewerb hat nichts zu heißen, wie oft irgendwie spielen die Leute in der Liga kacke, auf einmal in der Europa League gut oder andersrum verkacken in der Europa League und spielen in der Liga gut. Man hat schon alles erlebt und vielleicht ist die Europa League jetzt so ein Hallo-Wach-Effekt, dass das auch ein Funke auf die Bundesliga überträgt. Schauen wir mal übermorgen live auf RTL. Ich bin hier auf meinem Sportkanal, also nicht hier auf dem Eintracht-Kanal, sondern auf meinem Sportkanal, unten verlinkt, auch live. Wie gesagt, schaut gerne vorbei, würde mich freuen. Und dann machen wir das so, dass wir gemeinsam das Spiel feiern, oder? Ich sage ja Arrivederci. Danke fürs Einschalten. Bis dahin. Und ciao, ciao. Und morgen kommt das Orakel zum Spielen.